Hallo, ihr Lieben, ich möchte euch heute etwas zur kyphischen Hautfalte erzählen. Die kyphische Hautfalte kannst du dazu nutzen, um die Diagnostik ja, ein bisschen für dich einzustellen, zu machen, um zu sehen, in welchem Bereich des Rückens, ob an der Brustwirbelsäule, der Lendenwirbelsäule oder im Hüftbereich, ob dein Hund Schmerzen hat. Die kyphische Hautfalte zeigt uns, ob da eben Verspannungen sind, ob Faszien verklebt sind, ob vielleicht auch in dem Bereich ja, mit den Wirbeln was nicht passt. Und sie ist eben ganz sinnvoll, um einmal für dich zu schauen, in welchem Bereich hat denn mein Hund Schmerzen. Vielleicht auch, wenn du mit Geschirr spazieren gehst und dein Hund hat hier im Brustwirbelbereich Schmerzen. Dass du da einfach ein bisschen drauf achtest und siehst, dass du vielleicht was ändern musst. Ja, ich zeige dir jetzt einmal, wie die kyphische Hautfalte aussieht. Ich fange bei meiner Hündin, weil sie eben etwas empfindlich ist und weil sie es nicht mag, wenn ich direkt hinten bei ihr anfange, fange ich vorne an und rolle die Haut erstmal auf. Normalerweise fängst du jetzt eben direkt hinten an und rollst die Haut nach vorne. Also du machst wirklich wie so eine kleine Hautrolle und rollst dann peu à peu nach vorne. Und so kannst du gut erkennen, wo dein Hund Schmerzen hat. Ich lasse das Video nochmal ablaufen. Das kann natürlich mal auftreten, wenn du Sport machst mit deinem Hund. Wenn du, ja, meine Hündin hat einen ausgeprägten Jagdinstinkt und auch wenn sie ihre Futterbeutel sucht oder ihre Felldummies, sie prescht dann wirklich rein und macht einen ganz akuten und heftigen Stopp. Und da kommt es schon mal vor, dass wir hier in den hinteren Bereich, dass die Faszien verklebt sind oder dass sie da ein bisschen druckempfindlicher ist. Und ja, du kannst das aber wie gesagt auch verwenden, wenn dein Hund Spondylose hat beim Cauda-Equina-Syndrom, empfehle ich dir ein bisschen vorsichtiger zu sein. Und schau mal, wie es dein Hund mag. Wie gesagt, wenn du einen hochsensiblen Hund hast, einen Hund, der das nicht so gerne hat, vielleicht auch Schmerzen hat, fang langsam vorne an und arbeite dich dann durch. Ja. Und wenn dein Hund Schmerzen hat, was du alles tun kannst, siehst du in meinen anderen Videos, da kannst du dir gerne meinen YouTube-Kanal abonnieren, indem du auf das Glöckchen klickst. Und dann bekommst du, wenn ich neue Videos hier einstelle, wenn ich neue Infos für dich habe, sofort natürlich die Information darüber. Ja, also probier es mal aus, geh ganz entspannt an die Sache ran und teste es durch. Und ja, dann kannst du dir anschauen, was du sonst noch bei deinem Hund tun kannst und wie du ihm helfen kannst. Also, ihr Lieben, habt einen schönen Tag, macht es gut und wir sehen uns. Bis bald, macht es gut. Tschüss.